Hans-Otto Thorn ist mit allem ausgestattet, was ein echter Vogelbeobachter braucht. Der Förster ist voller Vorfreude. Er will sich das ungewöhnliche Naturschauspiel im südlichen Siegerland auf keinen Fall entgehen lassen. Denn hier auf den Berghöhen trifft sich seit Tagen ein Riesenschwarm Bergfinken. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Ich weiß nicht, ob ich das noch mal wiedersehen werde. Das heißt, das gab es vorher noch nicht? Nein, hier in unserer Region Vögel in dieser Anzahl, das gab es hier noch nicht. Es ist bekannt, dass Bergfinken in dieser großen Anzahl mal überwintern hier in Deutschland oder in Frankreich. Aber in dieser Anzahl bei uns, das gab es noch nie. Alle kann man sowieso nicht aufs Bild bekommen. Das sind zu viele. Hans-Otto Thorn positioniert sich. Er hofft auf einmalige Fotos. Bisher hat er nur einen verirrten Bergfinken in seinem Garten fotografiert. Jetzt will er Bilder vom ganzen Schwarm machen. Die Chancen stehen gut, denn dieser Wald ist ihr bevorzugter Schlafplatz. Das sind ja nordische Vögel, die sind viel Fichten und Kiefern gewohnt. Und deshalb gefällt es ihnen vielleicht hier. Und sie haben von hier ideale Möglichkeiten, in die Umgebung auszuschwärmen. Also wir vermuten, die fliegen bis weiter runter nach Gießen und hoch bis ins Siegerland. Und das ist zentral. Und sie erreichen überall die Buchenbestände, wo sie ihre Bucheckern finden und dort fressen können. Und dann die ersten Vorboten. Die Vögel kommen nie auf einmal, sondern immer nach und nach. Da ist Geduld gefragt. Dass da keiner runterfällt, dass sie nicht zusammenknallen. Ja? Das sind schon Flugakrobaten. Um das Ereignis zu beobachten, kommen die Zuschauer von überall her. Das ist schon faszinierend. Dann das Schwirren. Manche sagen, das rauscht wie ein Wasserfall. Dieses Schwarmverhalten zu beobachten, das kennen wir vom Bergfinken nicht und deswegen sind wir heute hier. Und dann sind sie da. Alle starren in den Himmel. Denn eins ist klar, vielleicht sehen sie das Schauspiel zum letzten Mal. Die sind jetzt schon seit vor Weihnachten hier in unserer Region, schlafen wohl immer hier und haben jetzt wahrscheinlich in unserer Umgebung ganz viel Buchenwälder abgeklappert und es gibt kaum noch Bucheckern. Und wenn sie jetzt auch noch vom Schnee verdeckt werden, ist es wahrscheinlich, dass sie die nächsten Tage nicht mehr hier sind. Also wer sie noch sehen möchte, muss sich jetzt beeilen. Ob die Vögel nächsten Winter wiederkommen, ist nicht klar. Aber diesen Anblick wird so schnell keiner vergessen.